Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Fischers Fritz fischt frisches, glutenfreies, veganes Bio-Seelachsfilet. Die neugierigen Nachbarn sind schon seit 3 Stunden unterwegs, obwohl ihr Tank fast leer ist und sie samstags immer fernsehen. Wieso fährt Ronaldo gegen die Garagenwand? Weil er das Tor nicht trifft. Stottert ihre Tochter immer so? Nein, nur wenn sie was sagen will. Die Tastatur liegt einsam dort, wenn Fatih in der Motherboard. Als ich klein war, haben meine Eltern mir verboten, zu dem Schrank mit den Putzmitteln zu gehen. Es wirkt immer noch. Fußballschau mit meiner Freundin. Sie: Schatz, wer führt? Ich: Seit 1945 keiner mehr. Stille. Es gibt Optimisten, Pessimisten und Realisten. Und dann gibt es noch Bernd Leno, der sich als dritter Torwart von Deutschland vor jedem Spiel aufwärmt. Zu Hause arbeiten ist scheiße. Peter, 36, Feuerwehrmann. Hallo Montag. Montag, was hast du da? Ist das ein Umschnalldildo? Montag, was machst du da? Montag, nein, lass mich! Ah, nein, Montag! Der Titel von Manuel Neuers Biografie wird lauten 90 Minuten Langeweile oder wie ich stricken lernte. Wenn mir langweilig ist, frage ich in Elternforen, wie viel Cola man einem 4-jährigen Kind während des 21 Uhr Spiels noch zumuten kann. Hallo, ist das hier das Treffen der anonymen Egoisten? Ja. Gut, wir müssen durchzählen, wie viele wir sind. 1, 1, 1, 1. Jogi Löw müsste sich beim nächsten Spiel einfach mal in die Hose fassen und wenn alle Kameras auf ihn gerichtet sind, ein Kaninchen rausziehen. Wir bilden jetzt eine lange Schlange und jeder hält sich an der Nudel des Vordermanns fest. Wassergymnastik im Becken nebenan, läuft bei denen. Denkt im Sommer unbedingt an die Temperaturen, lasst auf gar keinen Fall Bier im Auto. Alkohol, man leiht sich gute Laune vom nächsten Tag. Wenn ich Schokolade sehe, höre ich zwei Stimmen in mir. Die eine sagt, iss sie, die andere sagt, hast du gehört, du sollst sie essen. Habt ihr gerade auch gemütlich das Deutschlandspiel geschaut? Manuel, 30, Nationaltorwart. Habe gerade eben ein Buch über umgekehrte Psychologie gelesen. Naja, wie auch immer, gebt diesem Video auf gar keinen Fall einen Daumen hoch. Englischer Fußball. Ich fühle mich wie ein Kaktus, bin ständig spitz und keiner will mich anfassen. Teste die Intelligenz derer, die dich auf dem Festnetz anrufen, indem du beim Abnehmen sagst, kann ich dich zurückrufen, ich fahre gerade. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen, also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.